Okay Leute, willkommen zu einem neuen Projekt. Das Spiel kennt fast keiner, oder vielleicht viele, ich keine Ahnung. Das habe ich gestern von einem Let's Play von Final Messenger gesehen. Hab gesagt, hey, ich habe das Spiel gespielt. Also dieses Spiel spielt nach Chrono Trigger. So gesagt, ein Zwischending zwischen Chrono Cross und Chrono Trigger. Das Spiel heißt Radical Dreamers. Und wir beginnen einfach jetzt mal und okay. Wenn im Hintergrund welche Geräusche hört, tut mir leid. Ich habe das jetzt damals öffnete ich das Notizbuch, das mir meine Mutter gegeben hatte. Sie sagte, sie hätte es beim Aufräumen gefunden. Zerfleddert und staubbedeckt, stellte es sich als das Tagebuch meines seit lange verschwundenen Großvaters heraus. Großvater? Erinnerst du dich noch, wie wir uns das erste Mal getroffen haben und an all unseren Abenteuern seither? Heutzutage wirkt das alles wie ein Traum. Du warst wie ein vom Himmel gefallener Stern. Eine tolle Musik im Hintergrund. Wann immer ich zu diesen lang vergangenen Tagen zurückkehren will, schließe ich meine Augen, flüstere deinen Namen in den Abendhimmel. Ich gebe mir Mühe hier beim Lesen. Kit. Kit. Das war das Intro. Kit. Hey Kit. Bist du bereit, Kit? Ich weiß, dass du aufgeregt bist, aber reiß dich zusammen. Ja, gleichfalls, Kumpel. Verfusch es und ich lass dich zurück. Dann los, Magier, dieser Bastard links wird kriegen. Was er verdient. Sprich deine Gebete, nicht, dass es was bringen wird. Und so beginnt das Abenteuer in Radical Dreamers. Radical Dreamers, Letrasse in das Spiel kam 1996 bei Square Enix. Und was soll ich dazu sagen? Textgeschwindigkeit, ich mach schnell. Zu den anderen Infos, also das Spiel gibt es nur auf Japanisch, aber DemiForce habt ihr am Anfang ja gesehen, hat das auf Englisch gesubbt und ich habe das dann auf Deutsch gepatcht, das ging schnell durch das Programm. Und deswegen habt ihr jetzt so gesagt das erste Let's Play von diesem Spiel auf Deutsch. Und ja, Kit kennt man ja von, ach, was soll ich das sagen? Kit kennt man ja von Chrono Cross und hier spielen sie eine wichtige Rolle. Keine Ahnung, wie das jetzt verbunden sein soll. Junge, haben ihre Informationen geholfen? Ich dachte, der Schutzzauber würde ein ziemliches Problem darstellen. Kits Kopf bummelt in der kühlen Nachtbrise hin und her. Bisher haben wir es geschafft, unbemerkt durch den Magieschild und Links Herrschaftsgebiet zu schleichen. Aber auch hier im inneren Gebiet kann das Reisen ziemlich gefährlich sein. Ach ja, es gibt hier keinen Kampf oder so, es ist einfach ein reines Text-Adventure-Spiel. Kit, Magil und ich bilden dieses Dreiergespann. Also Magil, ich lasse den Text einfach mal jetzt durch. Magil soll irgendwie Magus sein, kann mir das auch denken, weil beim Ende von Chrono Trigger DS, also Secret Ende, kämpft Magus gegen seine Schwester und verliert, gewinnt auch irgendwie, ja, gewinnt.
Und dabei wird er irgendwie die Zeit zurückgeschickt in die Gegenwart von Chrono Trigger, also von Chrono und so. Aber da hat er sein Gedächtnis verloren. Und hier kommt er mal wieder. Und er hat Ähnlichkeiten zu Magus, wenn man das genau sich betrachtet. Und Magil, Magus, ja, geht klar. Und mal sehen. Es sind etwa 3 Jahre vergangen, seit Kid und ich uns getroffen haben. Damals war ich ein Herumtreiber, der hinging, wohin immer seine Musik ihn führte. Während meines Aufenthalts in der abgelegenen Stadt Regiora geriet ich an ein Mädchen, das mich später begleitete und damit den Ursprung dieser Geschehnisse bildete. Dieses Mädchen war Kid. Kid ist natürlich ein Dieb. Obwohl sie nicht einmal 17 Jahre alt ist, ist sie weiterhin als Profi bekannt. Um das Ganze noch schlimmer zu machen, ist sie süß und hat teuflisch Stil und eine umwerfende Persönlichkeit. Und Junge, kann sie kochen, zumindest wenn man sie fragt. Naja, um ganz ehrlich zu sein, hat sie auch ihre negativen Eigenschaften. Sie hält sich selbst gern für eine Art Robin Hood, der von den Reichen stiehlt und es den Armen gibt. Aber das ist einfach nicht der Fall. Gelegentlich gewinnt ihre scharfe Zunge die Oberhand und erledigt jeden, der ihr im Weg steht. Sie übertreibt ständig und lügt manchmal geradeaus. Und anderen Leuten zuzuhören, naja, vergiss es. Wenn es um Geld geht, nun, ich habe mein Leben lang noch niemanden Gieriges getroffen. Ihr unbarmherziges Streben nach Reichtum wirkt ironisch, wenn man bedenkt, dass sie wie ich ein Nomade ist. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich zu hart zu ihr. Sie hat auch ihre guten Seiten. Manchmal kann sie wirklich glänzen, wenn sie will. Bei einem Blick über die Schulter bemerke ich eine Silhouette, die lautlos aus dem Gehölz auftaucht. Magil. Dieser Kollege von Kid ist nur aus Magil der Schatten bekannt. Ich weiß fast nichts über ihn, außer dass er Kid schon irgendwoher kannte, bevor ich dazu kam. Er ist irgendein erstklassiger Magier, der aussieht, als wäre er um die 30. Allerdings bleibt er normalerweise für sich. Die obere Hälfte seines Gesichts ist ständig von einer Maske bedeckt. Ich habe nie gesehen, wie er wirklich aussieht. Manchmal wirkt es, als ob ich mit Kerlen von einem anderen Planeten rumhänge mit diesen Truppe. Mit dieser Truppe zu reisen, ist eindeutig eine interessante Erfahrung. Kid schweigte sich auch über ihre Vergangenheit aus, aber verglichen mit dem, was ich über Magil weiß, ist es, als ob ich ihr gesamtes Leben kennen würde. Ab und zu frage ich mich, wer er ist, woher er kommt und so weiter. Ich würde Kid fragen, aber ich habe den Eindruck, dass sie über ihn genauso wenig weiß wie ich. Man fragt sich vielleicht, wie ich da hingekommen bin, wo ich mich jetzt befinde. Nun, da gibt es einige Gründe, nehme ich an. Ich vermute, man könnte sagen, dass das Leben nicht immer nach Plan läuft. Plötzlich hält Kid unvermittelt an. Scheint, als wollte uns jemand begrüßen. In einem nahegelegenen Dickicht erregen 2 leuchtende Augen meine Aufmerksamkeit. Was es auch ist, es starrt mich lautlos an. Nach einigen Momenten erscheinen weitere Augenpaare. Sie scheinen die Gegend zu überwachen. Ein tiefes, katzenhaftiges Knurren durchbricht die unbehagliche Stille und ich merke, dass wir von einem Rudel Wildkatzen gejagt werden. Einige der Gestalten kommen langsam hinter den Bäumen hervor. Ein Blick nach hinten zeigt mir, dass sie uns bereits eingekreist haben. Noch mehr schleichen sich an. Insgesamt sind es mehr als 10. Es läuft mir kalt den Rücken herunter. Benommen sehe ich die ungeschickt mein Messer und packe es fest, während ich mir auf die Lippen beiße. Kid steht gelassen bereit. Vorsicht, Kumpel! Diese Ärsche sind ziemlich wütend. Das Knurren wächst an. Inzwischen ist es ein ständiges Grollen um uns herum. Ihre gelben Augen leuchten wie Halloween-Kürbisse, während Speichel aus ihren knurrenden Mäulern tropft. Der Magen der Mittleren knurrt, während ihre direkt auf mich gerichteten Augen sich weiten. Sieht so aus, als kämen wir hier nicht ohne Kampf davon. Was sollen wir tun? Angreifen, zaubern, verteidigen? Action-Text-Adventure, sag ich ja. Kurz stürzt. Hab ich was gedrückt? Los, lass uns loslegen. Kid stürzt plötzlich in die Menge, wobei sie einem der Gefäße einen ordentlichen Tritt versetzt. Eine gequälte Rufen erklingt und verbindet sich mit dem bereits bestehenden Aufruhr. Die Katze bückt sich und bereitet sich darauf vor, loszustürzen. Mit aufgefahrenen Krallen springt sie mich plötzlich an. Ich hechte schnell zur Seite. Ihre Rasiermasse scharfen Krallen verfehlen meine Brust. Schaffen es aber immer noch, einen schmerzhaften Kratzer in meiner Seite zu reißen. Scheiße! Mit den 10 Knirschenden gewinne ich meine Konzentration zurück. Angreifen. Ich schlage überraschend nach einer nahen Katze.
Erschrocken springt sie mit unglaublichen Reflexen zurück. Ich behalte meine Position bei und gehe nicht näher an das Bestmöglich heran. An einem Heulen erkenne ich, dass ich mein Ziel getroffen habe. Seine Wunden leckend erholt sich das Tier noch einen Moment des Schmerzens. Ich halte mein Messer bereit und warte auf meine nächste Chance anzugreifen. Search, hinter dir! Als ich herumfahre, sehe ich, dass ich jetzt einem paar dieser hungrigen gelben Augen gegenüberstehe. Zaubern. Knapp entkomme ich ein paar Klauen, als ich einen schnellen Angriff ausweiche. Als die Katze landete und beginnt sich herumzudrehen, nehme ich die Gillinet Bar und spreche in der Hoffnung, dass ich mich richtig an die Formel erinnere, eine meiner alten Zaubersprüche. Allerdings passiert nichts. Die Katze springt erneut, aber wegen meiner magischen Versuche kann ich diesmal nicht reagieren. Ihr riesiger Körper ist plötzlich über mir und drückt mich zu Boden, während sie mir an der Schulter reißt. Schaudernd schmeiße ich sie von mir herunter, bevor sie ernsthaft Schaden anrichten konnte. Jetzt kommt ihr nächster Angriff. Beim Versuch, eine stabile Stellung einzunehmen, stolpere ich über einen Stein. Ja klar, über einen Stein. Und bin mich 1 bis 2 Sekunden benommen. Nachdem ich mich wieder aufgefasst habe, sehe ich, dass eine der Katzen gerade auf mich losgeht. Sie wird gleich über mich sein, weil ich mich schnell abwehre. Plötzlich bemerke ich von hinten eine intensive Hitze, gefolgt von einem vorbeirasenden roten Lichtblitz, der die Katze mitten in der Luft trifft. Sie stürzt von Kopf bis Fuß brennend zu Boden, wo sie abscheuliche, heulende Geräusche von sich gibt, während sie versucht, sich zu löschen. Ich nehme mir einen Moment, um die schwellende Katze bei der Flucht zu beobachten. Ein Blick nach oben zeigt mir, wie Nagel über mir aufwacht. Er wirft mir einen Blick zu und fährt dann mit einem kalten Funkeln in seinen Augen fort. Ich atme tief und versuche, mein Messer, das inzwischen schlüpfrig von Schweiß ist, festzuhalten. Dann taucht wie aus dem nächsten Kit auf, blitzt durch mein Gesichtsfeld und landet eine schwere Treffer an einer Katze neben mir. Die Katze jault vor Schmerz, als sie an den Boden nagelt und mit ihrem gesamten Zorn auf sie eintritt. Ohne zu zögern, verletzt sie ihren Tritt. Ihr Eintritt unter ihren Kiefer. Sie bewegt sich nicht mehr. Plötzlich wird die verrückte Atmosphäre von einem Kriegsschrei hinter mir durchbrochen. Ich wirbel herum und sehe, wie Margel Inferno-Zauber den Kopf einer Katze entflammte. Sie springt auf und jault und heult Wahnsinn, bevor sie davon rennt. Vor Verwirrung rennt sie direkt gegen einen Baum und schlägt sich selbst K.O. Dummkopf. Ja, das ist Text Adventure. Yay! Ich blicke mich um und sehe, dass nur noch einer aus dem Rudel übrig ist. Als Kit und ich beginnen, uns dem Biest zu nähern, läuft es um sein Leben bang davon. Wir sehen uns im nächsten Part.